Hallihallo, hier ist der Leviathan 2 mit seinem neuen Let's Play zu Pokémon Conquest. Vielleicht zwei Sachen im Vornherein dazu gesagt. Dieses Let's Play ist für an alle die gewidmet, die der Meinung waren, dass ich mal ein Pokémon Let's Play machen sollte. Mach ich jetzt. Ich bleibe nur meiner Tradition treu, halt ein bisschen ein spezielleres Spiel auszuwählen als der Mainstream. Nein, das wollen wir noch nicht ansehen. Ja, so, jetzt kann man klicken. Neues Aufnahmeprogramm, neue Freude. Ja, also eben. Das zum Ersten. Das Zweite, das ist jetzt noch eine Info zum Spiel. Das ganze Spiel ist auf Englisch. Heißt, dass ich jetzt da ein bisschen, wie soll ich sagen, ich werde es nicht übersetzen. Also wenn ihr kein Englisch könnt, ich werde die größeren Cutscenes, werde ich erklären, was es, was gesagt wurde, aber ich werde jetzt da nicht irgendwie den großen Erzähler raushängen lassen, aber für alle, die Englisch können, ich werde euch genug Zeit zum Lesen lassen. Gut, mit dem gesagt, würde ich vorschlagen, gehen wir ins Spiel hinein, den Rest kann man ja dann im Spiel erklären. Wir machen ein neues Spiel, natürlich. Wir sind ein Junge, ja. Wir sind zumindest mal maskulinen Geschlechts. So, geben wir aber einen weiblichen Namen ein. Einfach weil es Spaß macht. Jupp. Das Königreich Aurora. Na, so viel kann ich noch übersetzen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich die Stimmen doch machen soll, aber nee. Wisst ihr was, ich glaube, ich mache jetzt doch die Stimmen, aber auf Englisch, sonst klingt das Ganze ein bisschen langweilig. Aber ich werde die Frauenstimmen normal vorlesen, weil das wird mir sonst zu blöd. Ich bin nicht gut in Frauenstimmen. All defend this kingdom to the very end. Yeah, schnell lesen. Defeat all enemies, also, ja. Gewinnen werden wir, wenn wir alle Gegner besiegen. Verlieren werden wir, wenn wir sie nicht besiegen. So. Seine Armee ist am Zug. There's only one of you. This is gonna be easy. Aurora is as good as ours. Please wait. I'll fight with you. Well, the more the merrier. Join forces if you like, it won't make a difference. So, Livia's Armee ist am Zug. Schön. Is this your first battle, Lord Livia? Please, let me help you. Okay, first things first. Movement, like this, see? Ja, jetzt kommen wir zum obligatorischen Tutorial.
Okay, now it's your turn, Lord Lavia. So, und jetzt können wir mit dem. Jetzt. Pokémon Conquest ist ein bisschen aufgebaut wie ein Mix zwischen Final Fantasy Adventure und Pokémon halt. Und da sehe ich jetzt, wohin ich gehen kann. Und jetzt sagt mir das Spiel, ich soll dort hinübergehen. Machen wir halt. Und dann bewegt sich mein Evoli dorthin. So, und jetzt, da ich nicht angreifen kann, weil der einzige Attack... Ja, you're not close enough to fight, Lord Lavia. Genau, das Einzige, was mein Evoli kann, das seht ihr oben, das ist Ruckzuckhieb und der trifft nur das Feld vor mir. Andere Attacken haben einen anderen Wirkungsbereich, das spielt dann alles auch noch mit. Momentan kann ich nichts mehr machen, also warte ich. So, der Gegner ist am Zug. Well, I feel sorry for you having just become a warlord and all, but you're gonna have to leave the castle in Aurora before you even settle in. So, mein Zug. Und jetzt können wir auch angreifen. If those people take our castle, Aurora will be... Alright, leave this one to me. So, jetzt geht sie mit Pummeluff angreifen. So, Bidiza wurde besiegt. I remember this, you know, don't think I won't. You deal with that one, Lord Lavia. So, und ich muss jetzt, also ihr seht schon an den Leben, und ich bin natürlich hier jetzt noch haushoch im Vorteil. Ja, genau, jetzt sagt's mir wieder, dass ich hier hin soll. Mach ich das halt. Now it's time, Lord Lavia, you have to fight. Let's fight. So, und jetzt können wir natürlich schön mit Druck zu keep, 100% Trefferchance. 17 Schaden, das macht natürlich da das Flying schnell hinüber. What? I remember this, you know? Das hast du schon mal gesagt. Nein, das war der andere. Aurora Castle belongs to us. You're strong, much stronger than they said you'd be. What we're going to do now? Lord Hideyoshi is going to be mad. Never mind that. Let's just get out of here. Your link with Evie, Lord Lavia, it's already so strong, you might just be the one. Ja, vieles, was wir noch nicht verstehen müssen, das kommt alles noch. So, jetzt haben wir hier die Links. Das sind sozusagen wie die Level hier. Dadurch werden unsere Pokémon stärker. Und das hat dann auch mit den Entwicklungen hier zu tun. Die meisten Pokémon entwickeln sich hier, wenn ein bestimmter Wert einen bestimmten... Wenn ein bestimmtes Attribut einen bestimmten Wert erreicht hat. Also die meisten. Die meisten. Also im Moment wird das wahrscheinlich noch für eine Weile nicht der Fall sein, aber es wird eine Zeit kommen, wo es eine Entwicklung nach der anderen gibt. So, jetzt sehen wir hier, es hat sich unsere Stärke erhöht, das sind alle Werte zusammen. Wird dann später auch. So sieht man halt dann, wie stark das Pokémon ist, auch wenn man nicht genau sieht, was für Stärken es hat. So, wir haben erfolgreich Aurora beschützt. You are natural in battle, Lord Lavia. Oh, I'm sorry, I haven't introduced myself yet. My name is Luigi. I've been a journey with Jigglypuff here. But... if you don't mind, I'd like to join your army, Lord Lavia. Would you be willing to have me? Wir können nur ja sagen. Thank you. As a warrior, I will give my all in your service. But it is a worry. It seems the flames of conflict have finally reached Aurora as well. The Rensei region. An area inhabited by warriors, those privileged few capable of communicating wordlessly with Pokémon. In Rensei, there is a tale of yore, passed down from generation to generation. If any one warlord can conquer all 17 kingdoms of Rensei, then the Pokémon that created Rensei shall reveal itself. The warriors of the land all believe that this tale is true. Indeed, it is what drives them all. And as a result, countless battles are fought to control the kingdoms of Rensei. Lord Lavia, if you are going to help you defend the kingdom of Aurora, then Jigglypuff and I are going to have to become much stronger. But first, let's take a look around the kingdom of Aurora. So, ja genau, jetzt können wir speichern und solche Sachen.
Das ist jetzt aber noch nicht das Ziel. Wir gehen zuerst mal schauen, was kann man hier denn alles machen. Enter. So. Lothlivia, there's a... Oops. Move, you're in my way. I'm sorry. There's a farm not far from here, Lothlivia. I'm sure there will be some wild Pokémon there. Let's go do some battle training. Ja, absolut sinnlos, dass jetzt in den Einten hineingerannt ist. Gab ja nicht mal irgendeine Cutscene oder sowas. Also nein. So, jetzt können wir hier ein bisschen trainieren gehen. Einfach mal mit unseren Pokémon, die wir jetzt haben. Let's go! So, wilde Pokémon. So. Und ja, jetzt können wir auch... You're the warlord of this kingdom, Lothlivia. Jigglypuff and I will follow your orders. So, what do you want us to do? Ja, genau. Jetzt können wir sie auch steuern. Ja, genau. Ja, und jetzt kann man eigentlich auch ein bisschen mehr zum Spiel selbst sagen. Wie gesagt, das ist so Final Fantasy Tactics mäßig. Und wir werden dann noch sehen, was genau man da alles machen kann. Alright, Jigglypuff, let's do our best for Lothlivia. Yeah. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Nein, warte, zurück. Wir schauen mal, wie weit kam Bidica. Bidica kam bis hier und kann in diesen Punkt hier angreifen. Dann gehen wir mit Pummeluff einfach mal hier hin. Das ist jetzt eh noch nicht wichtig, weil es uns eh nicht wirklich rauben kann, aber... Gut, also, er kann bis hierhin, das heißt, wir bleiben einfach mal stehen. Gut, dann X, ja, ich beende meinen Zug. Und jetzt lassen wir den Gegner mal kommen. Genau, dann können wir nämlich den ersten Angriff machen. So. Do you know what abilities are, Lothlivia? Eevee has one called Celebrate, and Jigglypuff has called Lullaby. Abilities are something each Pokémon has. They are automatically activated during battle when certain conditions are met. Ja, kommt jetzt nicht zu. Also, ich kann jetzt gleich so sagen, Celebrate von Evoli. Damit kriege ich einen extra Zug, wenn ich einen Gegner töte in diesem Zug. Also, zack. Im nächsten Zug, wenn ich dann Staralili umgebracht habe, böse gesagt, kann ich mich nochmal bewegen. Um das auszunutzen, gehe ich mit Pummeluff hier hin und hau Bidica mal von hier eins rein. Oh. Okay, ja. Wird wohl nichts mehr mit ausnutzen. Da hat Pummeluff vielmal doppelt geschlagen. Okay. Zack. Kommt nicht drauf an, Pummeluff hat sehr viele Leben. Diese beiden Charaktere, die wir hier jetzt übrigens haben, sind die einzigen beiden, die wir auf jede Mission mitnehmen müssen. Der Rest ist uns frei überlassen. Was wir aber dann später noch machen können, ist die Pokémon wechseln und das werde ich auch, weil ich nicht mit Evoli und Pummeluff bzw. in ihren Weiterentwicklungen überall durchlaufen möchte. So, wir haben wieder ein bisschen Level gekriegt. Eevee and Jigglypuff are both looking a bit stronger, aren't they? Also ja, eben, das mit dem Link, das ist halt wie das Level. You and Eevee must be tired after that battle, Lothlivia. And Jigglypuff is looking pretty worn out too. I think we should take a little break. A warrior can... Ah ja, genau, man kann nur einmal am Tag ein... Also sozusagen etwas mit dem Pokémon machen, also... Wir haben nur zwei, mit diesen haben wir jetzt heute schon was gemacht, also müssen wir diesen Monat, oh, Entschuldigung, also müssen wir jetzt einen Monat warten, bevor wir wieder etwas machen können. Kuroko and his lot, useless! Losing against a couple beginners like that, they need to get their act together. I'm not letting them mess things up for me now. I've got to make the Kingdom of Aurora mine. So. Gut, damit hätten wir den ersten Monat durch und ich würde sagen, gleichzeitig auch den ersten Part. Ich speichere mal schnell und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es dann weitergeht. Hoffentlich um einiges weiter, naja, wahrscheinlich nicht, aber okay. Ich speichere, yay. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.